Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen, geehrte Herren, wir stimmen der Übertragung des Tarifvertrags auf die Beamten des Landes und der Kommunen ausdrücklich zu. Das ist allein schon verfassungsrechtlich geboten. Aber wir stehen als Land auch im Wettbewerb um die besten Köpfe. Da können wir uns eh nicht leisten, unsere Wertschätzung und Anerkennung der Beamtenleistung nicht auch finanziell auszudrücken. Darum sollten wir uns auch die Aussagen des Bundes der Richter und Staatsanwälte zur Richterbesoldung zu Herzen nehmen. Wir haben offensichtlich ein Problem bei der Rekrutierung von Spitzenjuristen und müssen daher dort erheblich nachbessern. Das allerdings gäbe es dann in der Zukunft noch zu tun, und das würde uns an diesem Gesetz noch nicht stören. Wir werden diesen Gesetzentwurf aber trotzdem ablehnen, weil er weit über die Übertragung des Tarifergebnisses hinausgeht. Er vermischt Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören, und stellt daher auch eine parlamentarische Stillosigkeit von Seiten der Landesregierung dar. Es geht um nichts weniger als eine strukturelle Veränderung im Besoldungsrecht, stellt der Deutsche Beamtenbund fest. Aus dessen Sicht erfordert eine solche weitgehende Änderung des Besoldungssystems eine ausführliche Diskussion, die nicht mit der regulären gebotenen Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge gemeinsam abgehandelt werden sollte. Das wird von vielen Sachverständigen auch kritisiert. Wir haben zum einen eine Regionalisierung des Familienzuschlags, zudem soll ein Ergänzungszuschlag dazu eingeführt werden. Politisch halten wir auch diese Vorgehensweise für falsch. Es hätte Teil eines großen Paketes sein müssen. Das ist nicht nur eine reine Stilfrage, sondern wirft erhebliche rechtliche Bedenken auf. Die kommunalen Spitzenverbände meinen, diese atypische und hochgradig komplexe sowie verwaltungsaufwendige Besoldungskomponente widerspreche dem Alimentationsprinzip. Auch die hierzu ergangene konkretisierende Rechtsprechung stehe dem entgegen, dass ein verfassungsrechtlicher zustehender Teil der amtsangemessenen Alimentation von den Beamten erst durch Antragstellung geltend gemacht werden müsse. Herr Professor Dr. Hamme vom Richterbund sieht eine bedenkliche Teilprivatisierung der staatlichen Alimentationspflicht und einen großen Schaden für das Land Nordrhein-Westfalen als Arbeitgeber. Bei der Regionalisierung des Familienzuschlags warnt Professor Dr. Huber, früher Richter am Bundesverfassungsgericht, wenn es häufiger der Fall werde, dass man in der höheren Besoldungsgruppe weniger bekomme als die niedrigere Besoldungsgruppe, müsse man wegen des Nivellierungsgebotes nachbessern. Leider wird dieser Gesetzentwurf auch für ideologische Spielchen verwendet. So sollen künftig Ruhegehaltsempfänger für eine Verurteilung wegen Volksverhetzung aus dem Dienst entfernt werden. Professor Dr. Huber stellt fest, dass die Volksverhetzung somit dieselben Folgen haben soll wie Hochverrat und Gefährdung der Stabilität der Bundesrepublik Deutschland. Das kriminelle Unrecht der Volksverhetzung ist aber im Vergleich zu diesen übrigen Tatbeständen doch erheblich geringer. Das kann dann unter Gleichheitsgesichtspunkten und mit Blick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz einer gerichtlichen Kontrolle nicht standhalten. Das bedeutet nicht, Volksverhetzung kleinzureden. Wenn aber als Verurteilung eine Strafe von 60 Tagessätzen möglich ist, sollen verdiente Pensionäre vergleichsweise für kleine Verfehlungen maximal gestraft werden. Das kennt man mit Hinblick auf den Beamtenapparat doch eher aus Venezuela. Die meisten der Verurteilungen in dieser Hinsicht betreffen vielleicht einen Fehler auf Facebook. Ergebnis: Die Regelung ist nicht verhältnismäßig. Angesichts der existenziellen Konsequenzen nötigt werden die Pensionäre dazu, sich außerdem durch die Instanzen zu klagen. Das führt auch nur zu mehr Verfahren und einer zusätzlichen Belastung der Justiz. Soll sich die schwarz-grüne Nachhaltigkeit hier darin erschöpfen, nachhaltig alte Pensioniere fertig zu machen? Dazu möchten wir unsere Hand nicht reichen. Wir lehnen den Gesetzesantrag ab.